Schönen guten Tag, ich bin Jan Heider von CapTrader und dieses Kurzvideo dreht sich um das Anhängen von Stop-Orders an Ihre Position. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit oder das erste Szenario, das wir abdecken, ist, dass Sie eine Order oder eine Position bereits haben, diese allerdings noch nicht gesichert ist. Und das zweite Szenario ist, dass Sie eine Order oder dass wir eine Order aufgeben und die direkt mit der Stop-Order absichern. Zunächst einmal würde ich hier eine Order für die SAP übermitteln. Dafür trage ich SAP ein, wähle die Börse aus, wähle die Aktie aus, Verzeihung, und gehe dann mit einem Rechtsklick hier auf den Punkt Kaufen. Im Order-Ticket kann ich dann die Menge bestimmen. Das wären hier jetzt einmal 30. Der Order-Typ wäre in dem Fall dann Market. Das Routing-Ziel ist Smart. Und die Gültigkeitsdauer good till cancelled, also eine längere Gültigkeitsdauer. Nachdem ich dann hier auf Annehmen gegangen bin, kann ich nochmal durchgehen. Ich möchte kaufen 30 Stück. Good till cancelled. Mit dem Ordertyp Market über das Smart-System und gehe hier auf Übermitteln. Nach einer Übersicht des Betrags, der Provision, der zu hinterliegenden Margin, um die Position zu eröffnen und um die Position zu halten, kann ich überschreiben und übermitteln und bekomme eine direkte Ausführung, was dazu führt, dass ich 30 Positionen SAP-Aktien im Portfolio habe. Gut, diese Position ist jetzt, so wie sie hier steht, ungesichert und darum müsste nachträglich eine Stop-Order angefügt werden. Das kann man machen, indem man hier auf die SAP-Aktie wiederum einen Rechtsklick vornimmt. Diesmal auf den Punkt Verkaufen geht. Die Menge 30 Stück wiederum anpasst und hier ein Stop eingibt. Aktuell liegt diese Aktie SAP bei 98,54. Das heißt, es bietet sich zum Beispiel ein Stop an hier für 90 Euro glatt. Wichtig ist dabei, dass die Gültigkeitsdauer auf Good till Cancelled steht. Wenn ich hier jetzt eine Day Order aufgeben würde und der Kurs nicht auf die 90 oder unter die 90 Euro fällt, dann würde diese Order eben nach einem Tag gelöscht werden. Deshalb wähle ich hier GTC Good till Cancelled aus, gehe dann wieder auf Annehmen. Kann hier also nochmal durchgehen, verkaufen, 30 Stück, Good till cancelled, via Stop bei 90 Euro über das Smart System. Diese Order kann ich mit Übermitteln bestätigen. Und hier sehe ich dann den Betrag, die Provision und die Margin Entlastung. Nachdem ich diese Order jetzt übermittelt habe, ist der Order-Status in blau. Unter dem Punkt Offen alle kann ich hier einsehen, dass ich 30 Positionen verkaufen möchte und die Aktien damit abgesichert habe. Gut, für eine weitere Position oder für das zweite Szenario würde ich dann eine weitere Position aufgeben, nämlich die Henkel-Aktie. Und zwar könnte ich hier wiederum einen Rechtsklick machen, auf Kaufen gehen und auch hier 20 Stück via Market kaufen über das Smart System Good till cancelled, könnte das Ganze annehmen. Und hier ist dann zu sehen, dass ich diese Order wieder kaufen könnte. Das würde ich jetzt im ersten Moment nicht tun. Ich würde diese Order verwerfen. Und zwar gibt es eine
Einstellung in dem Punkt Voreinstellungen kann ich einstellen, welche Order-Attribute die normalen Aktienorders zum Beispiel haben sollten. Also ich kann hier unter Voreinstellungen den Punkt Aktien wählen und verschiedene Punkte einstellen, zum Beispiel das Timing, die Gültigkeitsdauer, Gütte cancelled, die Menge von 1000 Euro, die primäre Order mit Limit, die Target Order, also die Gewinnmitnahme, und das ist für uns wichtig jetzt aktuell, die angehängte Stop Order. Hier ist aktuell keine drin. Das ändern wir auf Stop und können dann sagen, dass diese Stop-Order 10 Euro von der Hauptorder abweichen soll. Unter Übernehmen und OK kann diese Einstellung dann gespeichert werden. Und jetzt wiederum mit einem Rechtsklick auf die Henkel und Kaufen kann ich zum Beispiel eine Limit-Order eingeben von 84,10, die ich aktuell bezahlen würde, über das Smart Routing System mit der Gültigkeitsdauer Good Till Cancelled. Diese Order könnte ich annehmen und hätte dann eben direkt, ohne noch weiter vorgehen zu müssen, eine Stop Order mit vorgeschlagen, die eben, wie eben eingestellt, 10 Euro unter dem Limitkurs liegt. Nachdem ich diese Order, die Hauptorder, die Limit Order hier dann bestätige, also kaufen, ein Stück, Gütte cancelled, Limit, sehe ich hier zum einen die Kauforder und zum anderen die Verkauforder. Der Betrag läge hier für eine Aktie bei 84,10 € plus 4 Euro Kommission. Die zu hinterlegende Margin wäre hier bei 30 Euro zum Eröffnen und bei 24 Euro zum Halten der Position. Nach einer Bestätigung muss ich diese Verkauforder dann nochmal separat überschreiben, übermitteln. Und dann kann ich hier unter Offen alle einsehen, dass eben die Kauforder durch das Limit nicht direkt ausgeführt wurde, sondern hier noch unter Offen alle zu sehen ist. Allerdings auch, dass die Absicherung die Verkaufsorder hier besteht. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit.